Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kite Buddy Akademie. Ich bin Dorian und heute erkläre ich euch den Upwind Body Drag. Beim Upwind Body Drag könnt ihr gegen den Wind ankreuzen, nur durch euren Körper. Wozu braucht ihr das? Ihr braucht das Ganze, wenn ihr mal in ganz tiefem Wasser unterwegs seid und ihr keinen Kontakt mehr zum Boden habt und ihr jetzt euer Brett verliert, weil ihr irgendwie gestürzt seid. Dann kommt ihr nicht mehr an euer Brett ran, weil der Wind wird euch immer weiter von eurem Brett wegdrücken. Euer Brett wird sich irgendwo hin bewegen und wenn das Wasser kabbelig ist oder es Wellen hat, wird es sogar noch schwer sein, das Brett überhaupt wiederzufinden, weil es irgendwo zwischen den Wellen ist. Deswegen wollt ihr möglichst ökonomisch, energiesparend euer Brett ganz schnell wieder zurückholen, um weiter kiten zu können und auch um euer Brett nicht verlieren zu können. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich. Also. Ich habe wieder meine Playmobil-Figur dabei und nachdem ich die Theorie erklärt habe, werde ich euch auch noch ein paar Aufnahmen aus dem Wasser zeigen und ja, wenn ihr Fragen habt, kommentiert dieses Video, ich werde so schnell wie möglich versuchen, darauf zu antworten. Ja, wir legen mal los. Also, es gibt zwei Sachen, die ihr wissen müsst. Einmal, ihr lenkt den Schirm runter auf unter 45 Grad, also ihr haltet ihn recht flach über der Wasseroberfläche. Warum das Ganze? Wenn ihr den Schirm über 45 Grad habt, dann wird der Schirm immer wieder euren Körper aus dem Wasser leicht ziehen. Dann verliert ihr Höhe und wenn euer Körper nicht im Wasser ist, dann könnt ihr natürlich nicht euren Körper nutzen, um Höhe zu laufen. Okay, also Schirm unter 45 Grad, ihn da positionieren und stehen lassen. Lasst euch von eurem Kite ziehen. Sache Nummer 2, und das ist der Schlüssel, eure Körperhaltung. Ihr müsst euren Körper strecken, eine Art Superman-Pose einlegen und Körperspannung. Also ihr müsst den ganzen Körper anspannen. So, also. Wir machen jetzt erstmal, also das ist das Brett, was wir jetzt hier verloren haben. Ihr seid leider hier, Pech gehabt. Schirm runterlenken, nicht auf 45 Grad, sondern tiefer. Okay? Eine Hand, die Hand, die über Wasser ist, greift ihr mittig an der Bar, also nicht irgendwo an der Seite, sondern mittig, weil dann bleibt der Schirm genau da, wo er sein soll und ihr verzieht ihn nicht permanent. Vermeidet irgendwelche Sinuskurven mit dem Kite zu fliegen, versucht ihn flach über dem Wasser zu halten. Die Hand, die im Wasser ist, also jetzt diese hier, die streckt ihr nach vorne bzw. leicht über euren Kopf hinaus in die Richtung, wo ihr hin wollt. Okay? Und jetzt kreuzen wir gegen den Wind bzw. laufen wir Höhe mit dem Körper. Dazu brauchen wir, ihr werdet es nicht mit einem Zug schaffen. Das bedeutet, ihr müsst auch die Seiten wechseln, um halt anzukreuzen. Also, Schirm ist auf unter 45 Grad. Damit ihr es besser sehen könnt, lasse ich den Schirm jetzt einfach mal weg, das könnt ihr euch merken. Und wie gesagt, gleich kommen noch ein paar Aufnahmen vom Wasser. Also, euren Körper legt ihr ganz gerade ins Wasser, haltet den Kopf über Wasser. Einfach um auch Luft bekommen zu können hin und wieder. Okay, so und jetzt fangt ihr an zu zählen. Ich mache das immer so, wenn ich weiß, dass mein Brett weit entfernt ist, dann zähle ich immer von 10 bis 20 und dann mache ich bei 20, mache ich dann eine Wende. Ich lenke den Schirm ganz langsam hoch über 12 Uhr in die entgegengesetzte Richtung, wechsle jetzt die Arme. Der Arm, der vorher im Wasser war, ist jetzt mittig an der Bar und der Arm, der an der Bar war, ist jetzt gestreckt im Wasser und dann fahre ich wieder zurück in die entgegengesetzte Richtung und gewinne so Höhe. Das Ganze muss ich im schlimmsten Fall 4-mal machen und dann bin ich hinterm Brett und kann dann einfach mein Brett ganz bequem einsammeln und wieder kiten. Also, ihr zieht jetzt Höhe, ihr zählt jetzt von 10 bis 20, ihr seid dann hier angekommen, wechselt eure Armposition, lenkt den Schirm langsam wieder rüber, lenkt ihr den zu schnell rüber, werdet ihr euch nach vorne ziehen, ihr werdet wieder Höhe verlieren, also ihr würdet dann wieder hier ankommen, das wollt ihr nicht. Also ihr lenkt den Schirm langsam wieder runter, kreuzt in diese Richtung wieder an, ja, jetzt wechselt ihr wieder die Seite, zwischendurch nochmal der Tipp, dreht euch immer mal kurz um und schaut, wo euer Brett ist, nicht, dass ihr doch schneller Höhe läuft als erwartet und ihr irgendwie gegen das Brett gegenkommt oder sowas unerwartet. Oder versucht es auch einfach permanent mal ein bisschen im Blick zu behalten. Jetzt kreuzt ihr wieder an, bis ihr hinterm Kiteboard seid. Jetzt könnt ihr euch freuen, euer Brett ist jetzt wieder vor euch. Ihr könnt jetzt den Schirm auf 12 Uhr lenken und macht einfach einen ganz normalen Bodydrag zum Board hin. Könnt auf euer Board aufsteigen
und einfach wieder losfahren, euch das nächste Mal maulen und dann wieder den Upwind Body Drag anwenden. So, jetzt nochmal ein kleines Extra, wofür ihr den Upwind Body Drag auch sehr geil nutzen könnt. Wenn ihr auflandigen Wind habt und ihr kommt am Strand nicht weg, weil es auch zum Beispiel tief ist oder weil ihr einfach keinen Bock habt rauszulaufen, dann schnappt ihr euch euer Kiteboard unter die Achsel, ja, und greift den Griff, ich zeige euch das gleich mal im Video, und benutzt euer Board als zusätzliche Fläche, um damit auch nochmal Höhe zu laufen. Und ihr werdet überrascht sein, ihr werdet durch eure Körpergröße, Körperspannung und nochmal durch die Verlängerung mit dem Kiteboard in enorm viel Höhe laufen können. Ja, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, habt ihr Fragen, kommentiert einfach das Video. Ich antworte so schnell wie möglich. Viel Spaß bei den folgenden Aufnahmen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.